Vielen Dank an die Firma Bushcraft Essentials, die mir die hier vorgestellten Produkte kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Hi, ich bin Saki und heute melde ich mich mit dem mittlerweile dritten Update zur Bushbox von Bushcraft Essentials, diesen kleinen Mini-Hobo, den ich seit dem ersten Tag, als ich ihn in den Händen hielt, sofort geliebt habe. Die Bushbox überzeugt einfach, sie ist zerlegbar, sehr, sehr klein im Packmaß, kann also leicht mitgeführt werden, wiegt auch gar nicht viel und ich habe einen kleinen Hobo mit hervorragendem Zug, mit dem ich mir irgendwo unterwegs etwas kochen kann. Ein ganz tolles Produkt und was ich bei Bushcraft Essentials, und das habe ich in vielen Videos schon gesagt, total liebe, ist, dass sie ihre Produkte extrem gut pflegen. Wenn ein Kunde eine neue Idee hat und diese Idee umsetzbar ist oder wenn Bushcraft Essentials auf eine neue Idee kommt, dann wird das umgesetzt und das Produkt wird weiter verbessert. Das gefällt mir richtig gut und dementsprechend sind mittlerweile verschiedene Versionen der Bushbox erschienen. Das hier ist die Version 1, wie ich sie kennen und lieben gelernt habe und sie hat mich schon auf vielen, vielen Touren begleitet. Was aber irgendwann mal den Kunden aufgefallen ist, dass wenn man mit so einem Behältnis hier arbeitet oder mit einem größeren, dann klappt das alles ganz wunderbar. Sobald man aber mit so einem kleineren Behältnis hier arbeitet, dann hat das Ganze nicht mehr so richtig funktioniert. Da hat alles gewackelt, das war nicht geeignet. Und dann gab es aufgrund dessen die Version 2 der Bushbox und mit der wurden so zwei kleine Topfauflagen mitgeliefert und hier oben wurden so kleine Schlitze eingebracht. Und hier konnte man dann perfekt diese Topfauflagen einsetzen und ab diesem Moment war es auch problemlos möglich, mit kleinen Tassen zu arbeiten. Das war schon eine super Idee. Ich glaube, es war eine Kundenidee, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich finde es toll, dass Bushcraft Essentials das umgesetzt hat, denn viele Leute sind nun mal auch mit kleineren Gefäßen unterwegs und wollen sich auf Natur, auf einer schönen Wanderung einfach nur mal einen heißen Tee machen oder eine Tasse mit Suppe oder sowas. Das war schon nicht schlecht. Dann gab es die Version 3 der Bushbox. Was ist hier anders? Ich lege mal die beiden Sachen jetzt zur Seite und drehe die Bushboxen mal um. Zwischen Version 2 und 3 gibt es auch wieder nur einen ganz kleinen Unterschied, kaum zu sehen, wenn man nicht genau hinguckt. Nämlich diesen Schlitz hier hinten. Das ist die gesamte Veränderung von Version 2 zu Version 3. Und was bewirkt dieser Schlitz? Auch wieder eine sehr schöne Idee gewesen. Durch diesen Schlitz kann ich das hier verbraute Rost, auf dem ich mein Feuer mache, herausnehmen, die Bushbox ohne diesen Rost zusammenbauen und kann dann den Rost hinten in diesen Schlitz einsetzen. So, und dann drücke ich ihn hier vorne herunter und dann sitzt der Rost auf einer viel höheren Position und damit ist es mir möglich, die Bushbox auch als Festbrennstoffkocher zu verwenden, zum Beispiel mit so einer Esbit-Tablette oder mit einer Trioxane-Tablette oder ähnlichem. Super Sache, viele Leute mögen das, einfach Esbit mitzunehmen. Die haben kein Trangia, möchten kein Holzfeuer machen. Auch das eine hervorragende Möglichkeit, sich irgendwas heiß zu machen. Und jetzt ganz neu oder relativ neu gibt es auch noch die Version 4. Hier ist sie noch ganz neu. Ups. Und auch hier wieder eine sehr kleine, aber sehr feine Veränderung. Und auch die kann man ganz gut sehen. Version 3, Version 4. Und zwar kann man hier oben zwei Einkerbungen erkennen, vorne und hinten. Und diese Einkerbung, auch hier nehme ich jetzt die Topfauflagen heraus, sorgen dafür, dass ich einen zusätzlichen Rost, den man dann als Zubehör kaufen kann, ich weiß nicht, kostet glaube ich irgendwie 4,90 Euro oder sowas, hier oben noch einsetzen kann. Und damit ist es sogar möglich, die Version 4 der Bushbox als kleinen Outdoor-Grill zu benutzen und sich hier ein Würstchen, ein Stück Fleisch oder sowas aufzulegen. Also, ich weiß nicht, wann die erste Version herausgekommen ist, aber so in halbjährlichen Abschnitten gab es immer irgendeine Verbesserung. Das finde ich total super.
Und mittlerweile ist aus dieser allerersten Bushbox schon ein richtig geiler, kleiner Allround-Hobo-Ofen für draußen geworden. Die Version 4 mit dieser kleinen Veränderung, kein Grund, seine alte Bushbox wegzuwerfen und sich die Version 4 neu zu kaufen. Für all diejenigen, die sich aber einen kleinen Mini-Hobo kaufen möchten, wunderbare Erweiterung. Für alle anderen, die müssen überlegen, oh, ist es mir das wert oder habe ich vielleicht so ein ganz klein bisschen handwerkliches Geschick und mache mir einfach selber hier so eine kleine Vertiefung rein. Und dann, wie gesagt, bekommt man als Zubehör 4,90 Euro bei Bushcraft Essentials hier so einen zusätzlichen Rost. Und dann hat man aus seiner Version 2, aus seiner Version 3 ganz schnell eine Version 4 gemacht. Okay, das soll es schon gewesen sein. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Vielen Dank an die Firma Bushcraft Essentials, die mir die hier vorgestellten Produkte kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Schau auch auf meinem Hauptkanal vorbei. Da kannst du mich auf meinen Outdoor-Erlebnissen begleiten, findest zahlreiche Videos zu den Themenbereichen Survival, Bushcraft und Trekking sowie zu zahlreichen anderen Outdoor-Aktivitäten.